Das Beste war biologisch dynamisches Saatgut im Konventionellen. Und das war ein richtiges Aha-Erlebnis für die Züchter, dass man nämlich sagen kann, was ein biologisch dynamisches Saatgut an Qualität innewohnt, das ist im Korn drin. Und es wirkt bis in den Anbau hinein. Und das war fast revolutionär. Also das fand ich ganz toll. Ja. Es ist nicht bloß, dass immer alles biologisch dynamisch gut ist, sondern hier ging es tatsächlich um die Saatgutqualität, wie die erzeugt worden ist, dass die die Kraft hat, bis in die nächste Generation hineinzuwirken. Also bei uns ist es so strukturiert, dass wir, ich möchte sagen, es ist ein großes Glück. Das ist Nummer eins. Man kann es nicht eins, sicher nicht eins zu eins nachmachen, außer man hat ebenso viel Glück. Ja? Das eine war der Zeitgeist bei der Gründung von Firma Rheinsaat. Das andere war, ich darf das vielleicht an dieser Stelle sagen, ich hatte einen anderen Beruf vorher und meine Kinder waren aus dem Haus. Und so stellte sich für mich die Frage, was mache ich? Weil ich habe mich über 20 Jahre während meiner Familienzeit gebildet. Viele reisen auch mit Hans Garleitner in Deutschland. Wir haben uns einfach Betriebe angeschaut, wir haben gefragt, weil das war alles neu. Und man hat gelernt daraus, sozusagen, das ist alles offen. Also sozusagen die Züchter legen ihr Wissen offen und daraus lernt man. Und das ist vielleicht auch wirklich ein großer Vorteil. Und dann war die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Mache ich das weiterhin so hobbymäßig? Oder mache ich tatsächlich etwas daraus? Also ich war ja auch Gründungsmitglied von der Achenor, habe mich da dann doch entfernt, weil ich das einfach nicht, mir das nicht genügt hat. Ich hatte ja selber einen kleinen Betrieb und eigentlich komme ich aus einer Gegend, wo es viel wärmer ist und wo alles Gemüse wächst. Mein Großvater war ein Obstbauer, aber einfach aus einer wärmeren Gegend und das hat mich furchtbar gestört, dass hier im Waldviertel das Zeugs einfach nicht so gescheit wächst. Ja. Und das hat mich natürlich mehr interessiert. Ich habe aber bei der Getreidezüchtung gelernt, bei Georg Wilhelm Schmidt, und dann war die Frage, was mache ich damit? Das war wirklich eine große Frage, eine Lebensentscheidung. Und dann hatte ich früh morgens um 3:30 wirklich eine Vision. Ich hatte damals 3 Hektar und hatte gesehen, das lief wie ein Film, so im Wachbewusstsein an mir vorbei, mit 3 Hektar kann man 300.000 Hektar begrünen und die 300.000 Hektar sind an meinem geistigen Auge vorbeigeflogen und das war dann mein Auftrag. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ja, ich habe dann gleich ein paar Gewächshäuser hingestellt und habe einfach mit dem, was vorhanden ist an samenfesten Sorten, begonnen, daran zu arbeiten. Ich war ja damals auch schon Kultursaatmitglied in Deutschland und das sind so meine Brüder und Schwestern, also Menschen, die auch sich dieser Arbeit widmen. Ja, und es gab dann schon einige Anfangsschwierigkeiten, weil Gott sei Dank habe ich das nicht gewusst und Gott sei Dank hatte ich keine Betriebswirtschaft studiert, denen ich mich sozusagen gegenüber gesehen habe, aber irgendwie hat sich das gut entwickelt, ja, sodass wir jetzt heute 26 Hektar haben und ich habe 30 Mitarbeiter. Was natürlich nicht heißt, wir schreiben auch positive Zahlen, ja, wir haben positive Bilanzen, was aber nicht heißt, dass genügend Kapital da ist, dass wir jetzt wirklich in Züchtung investieren könnten. Züchtung ist immer noch etwas, was wir ein bisschen am Rand betreiben, ja. Und es ist auch so, dass natürlich Anfragen sind, dass wir auch viel Saatgut produzieren.
wir sind auch im Austausch mit Saatgut, nicht alle Saatgut produzieren wir selber, wir tauschen uns auch aus mit Schweiz oder mit Deutschland gegenseitig. Aber wir sind zum Beispiel jetzt an einem Punkt, wo wir unbedingt eine neue Saatgutreinigung brauchen, weil die ist schon längst überholt und unser Labor bräuchte auch mehr Kapazität, weil wir wollen sozusagen mit bildschaffenden Methoden arbeiten, aber momentan ist der Platz zu eng, ja? Und wir planen eine neue Halle und diese Halle können wir nur sozusagen auf die Erde bringen mit der Unterstützung unserer Kunden und Freunde und nicht nur mit der Bremser Bank. Ja, das ist auch klar und wir haben das erst letzte Woche beschlossen, dass wir ein Crowdfunding machen, wo wir sozusagen alle unsere Freunde und Kunden einladen, uns bei dieser Sache zu unterstützen. Also prinzipiell ist es so, dass wir eigene Anbauflächen haben. Wir haben auch relativ viel Gewächshäuser, fast ein Hektar Gewächshaus. Und das ist der und viele Isoliertunnels. Und das ist so, es ist so momentan so ausgerichtet, dass wir die schwierigen Kulturen machen. Wir machen so gut wie alles aus dem Brassica-Bereich, also aus dem Kohlbereich, ja. Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, da machen wir feldmäßigen Anbau, passt auch gut in die Gegend bei uns und wir machen daraus die Eliten. Vergeben wir auch nicht, weil wir immer noch an der Qualität der Sorten arbeiten. Wir machen sehr viele Tomaten für eine Vermehrung, also in einer Vermehrung haben wir immer eine Mindestanzahl von mindestens 100 Pflanzen, damit wir eine Auswahl treffen können. Und dort ist es so, dass wir die eigenen Elite machen. Immer aus größeren Beständen. Und jetzt gehen diese Eliten dann an einen Vermehrungsbetrieb, zum Beispiel im Machfeld, ja, der dann sozusagen die Vermehrung macht aus diesen Sorten. Der muss dann zumindest eine negative Massenauslese machen. Also das heißt, wenn er dann diese Tomatensorte kultiviert, dann kann es sein, dass vielleicht eine Pflanze dabei ist, die nicht ganz dem Typus entspricht oder kein Haupttrieb hat oder was immer auch. Und die kommt dann nicht in die Vermehrung. Ja. Oder es ist so, dass wir Elite-Saatgut produzieren. Nehmen wir jetzt einmal an, wir machen Kürbissaatgut. Ja, und haben einen Bestand, wo die Kürbisse alle ident sind, mehr oder weniger, ja, dann können wir davon bestimmte Kürbisse auswählen, machen eine Handbestäubung mit vorhergehender Isolierung und das gewonnene Saatgut geben wir dann zum Beispiel an einen Vermehrungsbetrieb, könnte sein in Bulgarien, wo wir einen Vermehrungsbetrieb haben, damit sozusagen dieser Kürbis oder dieser Zucchini einmal in die Wärme kommt, in wirklich Wärme, die wir gar nicht haben, diese Wärme. Ja? Und natürlich auch die Keimfähigkeit sehr gut ist. Und dadurch erhält diese Art einen neuen Impuls für ihre Vitalität. Also das merken wir schon. Wir haben ganz wenige Sorten, wo wenige Betriebe auch selbst das Elite-Saatgut machen. Das sind dann Betriebe, zum Beispiel Gerhard Hof ist ein Betrieb, der sich einfach gerne dieser Sache widmet und wo wir das zuerst gemeinsam gemacht haben, aber der das jetzt in großer Eigenverantwortung selbstständig die Eliten macht. Aber dann hat er halt immer die Pflanze, die ist bei ihm schon eingebürgert. Ja? Und das ist zum Beispiel eine Pfefferoni-Sorte, die bei ihm hier im Freiland anbaut, was natürlich toll ist, die er übernommen hat und da er sozusagen einen Doppelnutzen haben kann von dieser Sorte, wir brauchen relativ viel Saatgut von dieser Sorte und er hat um die Ecke 10 Minuten hat er einen Einleger, der genau das braucht. Ja. Und so hat er einen Doppelnutzen gekriegt, vielleicht nur fürs Kilo irgendwas, 1,50, also hat er auch noch einen Nebenertrag. Und so schauen wir natürlich auch ganz oft, auch bei Kürbissen, dass vielleicht jemand Kürbisse vermehrt und was weiß ich, die Hälfte noch irgendeinem Verarbeiter direkt um die Ecke liefern kann. Das passt natürlich dann gut zusammen. Dann ist das auch eine gewisse Sicherheit und
ein Anreiz für den Vermehrer. Ja, es passen natürlich nicht alle Sorten in unsere Klimate. Ja. Das ist ein Problem, dem wir uns gegenüber sehen. Also wie ich eingangs schon erwähnte, die Karotten können wir nur das Elite-Saatgut machen, aber ich meine, ich brauche ein halbes Kilo und kann schon ein halbes Hektar Vermehrung machen. Die Vermehrungen passieren an der Küste in Italien. Da gibt es Demeter-Betriebe und Bio-Swiss-Betriebe oder auf einem Demeter-Betrieb in Holland. Das sind einfach, die haben einfach Temperaturen über Winter, die niemals unter 2 Grad gehen. Ja? Und deswegen, die Karotten werden dort im Juli gesät und überwintern. Ja? Und sorry, diese kleinen Karötten, ja, die ungefähr so groß werden, die sind natürlich, die dann über den Winter geben, den Impuls der Kälte, aber wenn es nur 0 Grad sind, ist es doch ein Kälteimpuls, für das Blühen erhalten und dadurch sehr blühfreudig sind. Ja? Die sind viel blühfreudiger, wie wenn ich jetzt eine ausgewachsene Karotte nehme und dann vielleicht noch ein Drittel abschneide und selektiere und die dann wieder einpflanze. Die ist nicht ganz so blühfreudig. Ja? Die hat weniger Blüten im Verhältnis zu einer jungen, nur, ja, man sagt Steckling, sagt man einfach zu diesen. Ja? Die ist sehr viel blühfreudiger und da lohnt sich das dann auch. Und die fahren dann millimetrischer drüber, dadurch kann man das machen. Also sozusagen die Eliteproduktion, die ist immer händischer Natur. Die ist aufwendig. Und deswegen muss die auch gut sein. Und zum Beispiel Brokkoli, Karfiol, da kommen wir einfach an unsere Grenzen. Selbst im Gewächshaus kriegen wir nur alle 3 Jahre eine gescheite Saatgutvermehrung hin. Und dadurch gehen wir jetzt mit diesen Sorten gehen wir nach Spanien. Die haben einfach auch sozusagen dieses Klima am Meer, wo es niemals unter 0 Grad geht. Ja. Und im Frühjahr sozusagen, die werden auch dann im Herbst kultiviert und gehen im Frühjahr schon im März in Blüte. Das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal. Wir hatten einen Praktikant aus der Nähe von Barcelona, der eigentlich zu uns kam, weil er hat also einen Gemüsebaubetrieb in der Nähe von Barcelona und er wollte eigentlich nach Österreich, weil er in die Kühle wollte. Und es war aber letztes Jahr gerade das heiße Jahr. Also es war genauso heiß wie in Barcelona. Auf jeden Fall, der hat sich jetzt damit, will sich damit beschäftigen, sozusagen Karfiol zu kultivieren. Ja, ich weiß nicht, war das jetzt die Frage? Gibt es Auswirkungen, zum Beispiel um Pfefferrande oder so, was in wärmere Regionen sind und das sofort wieder zurückgeht? Ja, das ist gut. Das fördert die Vitalität. Also Qualität steigern? Ja, es ist immer so. Deswegen achten wir auch darauf. Sozusagen im Biologischen sollte immer Saatgut vom Berg ins Tal kommen. Niemals vom Tal ins Berg. Wenn man vom Tal in den Berg Saatgut nimmt, dann muss man eine Selektionsarbeit leisten. Ja? Und zum Beispiel Peperoni, weil wir die ja so gerne haben, oder Paprika, natürlich kommen die aus wärmeren Gegenden. Ja? Und wir bauen die alle feldmäßig an, also im Freien. Ja? Und es kann dann schon manchmal sein, dass wir Bestände haben von 500 Paprika und wir ernten relativ wenig. Aber das, was wir ernten, das sind die frühesten und das sind die stabilsten. Und das vermehren wir dann natürlich dann auch im Gewächshaus, selektieren und dann kann es durchaus ins Weinviertel kommen. Weil schlussendlich, Paprika kultiviert niemand, außer im Burgenland, bei uns im Freiland, sondern, ja gut, im Weinviertel schon noch, in kleineren Betrieben. Aber normalerweise wird es alles im Gewächshaus produziert. Und das ist eigentlich eine Methode, wo wir von unseren Kunden irgendwie gute Rückmeldung haben. Das ist einfach sozusagen die Selektionsarbeit, wirkt sich in der Biografie aus. Also vielleicht was ganz Prinzipielles, wenn jetzt irgendjemand im Raum daran dacht, selber Saatgut zu machen oder da einzusteigen. Wir suchen immer neue Vermehrer, Nummer 1. Wir schauen immer, was in der Gegend passt. Aber es gibt natürlich gewisse Beschränktheiten. Wenn Sie auf 1000 Meter Höhe sind oder auf 900 Meter Höhe, dann wird man dort kein Saatgut mehr machen können, außer mit Hilfe von Gewächshäusern. Das ist einfach von der Kulturdauer
und der Wärmemonate ist das einfach dann begrenzt. Wir sind schon etwas am Randgebiet. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr unsere Buschbohnen zu früh angebaut. Das war über ein Hektar und wir haben es jetzt einfach nochmal angebaut. Das kann passieren, weil natürlich auch durch diese Witterungsverhältnisse, dass es zuerst sehr warm ist und dann kommt ein Kälteeinbruch, manche Pflanzen, die vertragen das einfach nicht. Die kann man auch nicht so heranziehen durch Selektion, dass sie jetzt plötzlich dem Frost standhalten oder der Kälte standhalten. Also es gibt immer wieder Schwierigkeiten. Was man durchaus im Waldviertel machen kann, und wir waren am Anfang von unserer Produktion, waren wir sehr im Austausch mit dem Vorläufer, der auf 950 Meter im Waldviertel ist und der eigentlich immer schon wunderbares Weißkraut angebaut hat. Er hat eine große Viehhaltung und auch eine sehr, sehr gute Mischqualität. Und es war natürlich auch immer wichtig, sozusagen dort, wo der Kraut hinkommt, ein Staatsherer, dass das gemischtet wird. Außerdem hatte er die Möglichkeit der Bewässerung. Und was für uns eine tolle Sache ist, das haben wir dann anfangs betrieben dort, dass wir aus seinen großen Beständen selektiert haben. Ja, und für ihn war das auch eine feine Sache. Er ist einfach durchgegangen und hat gesagt, der Schreif hat da dran gelaufen, der Schreif. Und das ist einfach toll, wenn man eine Kultur kennt, dann weiß man sozusagen, welche Pflanzen sind geeignet. Und jetzt machen wir das selber. Also wir bauen in unserer Gegend auf 500 oder 550 das Kraut an und selektieren aus diesen Beständen. Aber damals, der Vorläufer hat zu uns gesagt, das Sauerkraut, was aus einer samenfesten Sorte gemacht wird, das ist viel feiner wie das Sauerkraut aus einer Hybridsorte. Natürlich hat er auch Hybridsorten, weil er natürlich dann noch Chargen im Frühjahr macht und er braucht natürlich eine gute Lagereigenschaft von Krautsorten. Die gibt es aber inzwischen auch schon. Also das wäre eine Möglichkeit, sozusagen, ich sage partizipative Pflanzenzüchtung, wo ein Marktgärtner, ein Vermarkter wirklich große Mengen anbaut, woraus wir zum Beispiel selektieren können. Wie am Beispiel von unserer Mangoldsorte Jessica in Efferding. Das könnte auch mit Karotten passieren, dass man aus großen Karottenbeständen, was natürlich schwieriger ist, weil dort die Ernte, wie es geerntet wird, vollautomatisch, das ist dann schwieriger. Aber es gibt einige Kulturen, die sicher hier gut im Waldviertel gedeihen, woraus man auswählen könnte. Und ich sage dann auch wirklich, in der Nachfolgegeneration Saatgut gewinnt, was dann auch in diese Region passt. Ich sage mal, das Saatgut ist am Anfang einer Kette und am Ende einer Kette. Ja? Selbstverständlich, wenn wir über Saatgut reden oder Saatgutproduktion oder Züchtung im Biologischen, ist für mich eine absolute Grundbedingung, dass die Böden in Ordnung sind, dass eine Fruchtfolge stattfindet, dass man weiß, was wächst auf seinem Standort und welche Kulturbedingungen stehen einem zur Verfügung. Das ist mal ganz Nummer eins, bevor man irgendwas mit Saatgut macht. Was versteht man bitte unter gesunden Boden? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, aber das hängt auch von der Bewirtschaftung ab. Ja? Also ich kann nicht allgemein sagen, was ein gesunder Boden ist, aber ich kann sagen, welcher Boden bei uns gesund ist, weil ich dann weiß, welche Früchte darauf wachsen. Also ich würde sagen, gesunder Boden hängt ab von Maßnahmen, die man tätigt, dass dort die entsprechenden Früchte wachsen. Hängt zusammen mit einer Fruchtfolge, das hängt sicher auch mit der Bearbeitung zusammen, ob ich jetzt 30 cm Acker oder gar nicht Acker oder 15 cm Acker, das spielt sicher eine Rolle. Der Dünger, wie ist der Dünger aufbereitet, wie bringe ich den Dünger ein, zu welcher Zeit bringe ich ihn ein, vor welchen Kulturen bringe ich ihn ein, das sind alles Maßnahmen, die stimmen müssen. Aber das ist auch abhängig vom Standort, ja, also, und abhängig von Boden. Und welche Maßnahme tätige ich zu welcher Zeit? Ich spreche jetzt nur von unseren Erfahrungen. Das würde ich unter einem gesunden Boden verstehen. Ein gesunder Boden ist dann gesund, wenn die Früchte drauf gesund sind. Man sieht es sofort, was man gemacht hat.
entweder es wird im ersten Jahr das Saatgut schon geerntet von den Pflanzen oder es wird das Gemüse geerntet, überwintert und im nächsten Jahr dann gepflanzt, gesteckt. Insofern haben wir auch Gemüseflächen, aber die Gemüseflächen, die sind sozusagen in den 26 Hektar in der Fruchtfolge eingegliedert. Also wir haben natürlich Getreideanbau, wir haben Feldfutteranbau, wir haben 2 Jahre Klee. Das alles ist sehr wichtig, dass wir dann 2 Jahre auf die Fläche kommen mit Gemüse. Und wir haben natürlich auch Kompostierung von unseren Rindern. Das ist sehr wichtig. Ja, dadurch erhält man die Fruchtbarkeit. Und ich muss sagen, wir haben auch immer wieder Messungen gemacht. Die Böden sind von sehr sauer auf einen schönen pH-Wert gekommen, wo wir wirklich in der Lage sind, dass wir Gemüse anbauen können. Wenn man dann aber in einem Industriegebiet wohnt und man ist trotzdem Biobetrieb und macht das seit Jahrzehnten, hat Kompostwirtschaft und es stellt sich halt heraus, es ist doch nicht so besonders gut dort zu arbeiten, beziehungsweise wie schaut es da aus dann? Also gibt es Maßnahmen, die man treffen kann, um für seine Familie wenigstens was anzubauen, wo man glaubt, da tut man sich was Gutes? Und gibt es dann Möglichkeiten in weiter Zukunft oder in Entfernung oder näher, etwas anzubauen, was man auch eventuell vielleicht einmal vermarkten könnte? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also es gibt natürlich Einflüsse, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten sind. Ja. Ich war damals, das war kurz nach Tschernobyl, war ich in Moskau. Ich wurde da eingeladen, über die biologisch-dynamischen Kompostpräparate zu sprechen. Und ich war da sehr betroffen, weil es kamen sehr viele Leute aus dem Kiewer Raum. Die haben da wirklich hunderte Böden, die haben Schwarzerdböden, also wirklich eine der besten Böden. Und das waren sehr besorgte Bauern, aber sie waren überzeugt, dass man mit biologisch-dynamischer Bewirtschaftung und vor allen Dingen mit Bewirtschaftung von Fladen, sogenannten Fladenpräparat oder präpariertem Hornmischpräparat, dass man dadurch Stoffe binden kann, zumindest binden kann, dass sie nicht so pflanzverfügbar sind. Das Gleiche hat sich gezeigt in Linz, wo die Frau Wagner im Stadtgartenamt eine Kompostierung hatte, die biologisch dynamisch kompostiert wurde und man innerhalb dieses Geländes wesentlich weniger Cäsium und ich weiß nicht was gemessen hatte, als direkt daneben, neben dem Zaun, neben dieser Kompostieranlage. Also es gibt sicher Möglichkeiten, jedenfalls diese Bauern waren überzeugt, dass sie nur mit biologisch dynamischer Präparaten und diese abgeleiteten Präparaten, dass sie die Böden wieder in Ordnung bringen können. Selbstverständlich auch entsprechende Fruchtfolge. Immer. Und selbstverständlich beste Kompostierung. Denke auch. Also wir haben ja viele, ich meine, wenn Sie die Chemtrails, wir haben viele Dinge, wir haben vielleicht sauren Regen und es werden Stauwerke gebaut und der Wasserspiegel sinkt und es gibt viele Dinge, die außerhalb unserer jetzigen Einflussmöglichkeiten liegen, wo wir einfach damit leben müssen, aber wo wir, ich denke, nach solchen Möglichkeiten Ausschau halten können. Dankeschön. Bitte. Saatgut ist etwas, wo man sagt, das ist so ähnlich vielleicht wie manche Leute, die gerne rauchen oder die gerne Alkohol trinken. Man setzt immer ein bisschen gerne was nach. Also es macht süchtig. Also ich warne jeden davor, wenn er sich einmal einlässt, es macht süchtig. Ja? Es ist einfach einen besonderen Segen, wenn man eine Pflanze von Anfang an bis zum Ende begleiten darf. Und wenn man sie so weit begleiten darf, dass man sie auch noch in die Nachfolgegeneration bekommt. Und wenn es so weit geht, dass man diese Pflanzen auch in die Nachfolgegeneration gesund hinüberbringen kann und dass diese Pflanzen dann auch noch vielleicht mit etwas widrigen Bedingungen umgehen können. Und das ist für mich eine Grundbedingung. Vielleicht beginnen wir einmal ganz von vorne. Ja? Sozusagen ich spreche hier vor allen Dingen von der biologisch-dynamischen Gemüsezüchtung. Die ist noch relativ jung.
Ja? Also wenn man denkt, dass es fast 100 Jahre gebraucht hat, dass eigentlich die samenfesten Sorten so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind und eigentlich der Vorsprung in der Hybridzüchtung genommen hat. Man kann das auch sehr gut beobachten, wenn man Gärtner fragt in Efferding. Die haben noch gesagt, ja, wird schon vor der EU, haben sie alle Kohlrabi-Sorte Noriko oder Azurstar gebaut und waren sehr zufrieden. Heute sind es Sorten, wo man sagt, naja, die muss man nicht haben. Es gibt jetzt schon irgendwas Speedy sowieso oder irgendwelche anderen Hybriden, die natürlich 2 Wochen schneller sind, ja, weil man dort in die Züchtung investiert hat. Und die anderen Sorten sozusagen, die sind halt unter ferner Liefern, laufen dann mit der 30-jährigen Sortenzulassung auch aus. Und früher war der Preis auch noch in Efferding, zum Beispiel in einem Kohlrabi, umgerechnet von Schilling in Euro, hat jemand 1 Euro bekommen für ein Stück Kohlrabi. Heute ist das natürlich auch nicht mehr der Fall, weil wir auf der einen Seite, sage ich, ist das was Positives, dass man vernetzt ist, dass man in der EU ist, aber dadurch hat man natürlich auch andere Angebote und es kommen aus anderen Gegenden, wo schneller wächst, wo man früher ist, kommt etwas auf den Markt und sozusagen, dann ist es schwierig sozusagen für den einheimischen Markt, wo bleibt er und wo sozusagen, wo passiert das wirkliche Einkommen. Ja? Und dann ist man natürlich als Gemüseanbauer, hat man eh einen wahnsinnigen Druck, ja? Das ist einfach, man bekommt für den Salat, der nur 1 Woche früher ist, bekommt man einfach schon, ich sage fast 50 Cent mehr. Ja? Und wenn man dann 1 Woche später ist, dann ist man schon unter 1 Euro oder ich weiß nicht was. Und das ist natürlich sehr wichtig für den Gemüsebau. Und von daher kann man das verstehen, dass natürlich die Gärtner zu den Hybridsorten greifen, ja? Weil dadurch scheinbar ein Ertrag gesichert ist. Sozusagen die biologisch-dynamische Saatgutarbeit hat eigentlich ihren Ursprung begonnen in der Schweiz. Ja? Ich komme auch etwas von der Schweizer Grenze und es gab damals einen Züchter, Ilmar Randuja, der damals am Bodensee beim Eckarthof dort den Gemüseanbau geleitet hat und selbstständig Saatgut erzeugt hat für interessierte Kunden und Hausgärtner. Ilmar Randuja hatte in Österreich Saatgutproduktion gelernt bei einer Firma Etter im Burgenland und ist dann in die Schweiz gegangen in therapeutische Einrichtungen und dort hatte er diese Möglichkeit. Wenn man so will, eigentlich der Vater der biologisch-dynamischen Züchtung. Das hat dann sozusagen, weil das auch der Zeitgeist war, hat es 1985 dazu geführt, dass in Deutschland sich eine Gruppe zusammengetan hat, die unter der Firma damals Allerlei Rau in Bingenheim Saatgut produziert haben. Das wurde dann übergeführt in die Bingenheimer Saatgut AG, alle ein paar Jahre später. Und so, das waren eigentlich so die Keimzellen von biologisch-dynamischem Saatgut. Alles, was es bis jetzt gibt, ist eigentlich erwachsen durch methodische Arbeit, durch viele Versuche, durch viele Informationen. Und das ist die Grundlage dieser biologisch-dynamischen Saatgutarbeit. Ganz wichtige Grundlage ist die Anschauung der Pflanze, die auf Goethe zurückgeht. Man nennt es auch nicht zuletzt die goetheanistische Betrachtung der Pflanze, wo es darum geht, dass schon Goethe in seiner Naturbetrachtung die Pflanze so betrachtet hat, dass eine Pflanze einen Rhythmus durchmacht. Das heißt zum Beispiel, wenn sie eine Pflanze, die eine Rosettenbildung macht und dann sozusagen von der Rosettenbildung in eine, sage ich mal, stärkere Rosettenbildung übergeht und dann am Schluss in den Samen. Also nehmen Sie sich einen Salat, den man kultiviert und der dann zuerst sich auf der Ebene auslebt und sozusagen Rosetten macht und irgendwann findet die Hüllbildung statt. Also er macht Innenraum. Sozusagen auf dieser Innenraum findet dann die Frucht statt, die sogenannte Frucht. Oder Sie haben ein Weißkraut oder Rotkraut, das, wenn Sie das pflanzen, das ist immer so, dass die umliegenden Blätter, die Hüllblätter, das ist immer das, wo sich die Pflanze in die Umgebung orientiert. Und dann findet ein neuer Prozess statt in der Pflanze, der genau abgesetzt ist und der sozusagen dann die Pflanze in die Blüte
in die Samenbildung führt. Und das kann man, da gab es sehr viele Forschungen am Goethe-Arnum unter Bockemühl, der die Pflanze betrachtet hat, nämlich die Blattbildung. Ja? Eine Blattbildung, die beginnt mit dem Keimblatt, die dann sozusagen in die nächsten Blätter übergeht, wie die geformt sind. Die sind meist länglich geformt, ja? Und erst wenn die Pflanze in eine Fruchtbildung hinübergeht, dann haben sie sozusagen eine größere Blattoberfläche. Sie kennen das sicher alle, können sich das vorstellen. Sozusagen anfangs sind es, man sieht es einem Salat nicht an, wenn er keimt, dass das ein Salat wird. Erst wenn er, wenn er sozusagen in die Rosettenbildung geht und in die Kopfbildung geht, dann haben sie sozusagen die sogenannte Frucht vor sich. Das heißt, was passiert mit der Kulturpflanze, wenn Sie einen Salat betrachten, ein Lattich, ja, so wilder Salat, der aufgeht. Bei der Kulturpflanze lebt sich sozusagen das, was man als Nahrung zu sich lebt, lebt sich auf einer Ebene aus. Das Typische ist zum Beispiel, Sie haben ein Weißkraut oder ein Salat, da lebt sich das sozusagen auf dieser Ebene der Blattbildung aus. Oder Sie haben einen Kohlrabi, da lebt sich das sozusagen direkt über der Wurzel, haben Sie die Verdickung, wo sich das als Frucht auslebt. Und so ist eigentlich sozusagen das Saatgut, was wir haben, da geht immer eine Fruchtbildung voraus, bevor sie in die Samenbildung kommen. Man kann in der biologisch-dynamischen Züchtung geht man dann auch noch weiter, dass man, wenn Sie zum Beispiel etwas Neues, was hinzukommt, das ist sozusagen die Selektion aus großen Beständen, das ist nichts Neues, ja, das hat man sozusagen früher in der Kombinationszüchtung oder Kreuzungszüchtung und daraus erhaltenen reinen Linien hat man das genauso gemacht, aber was hier hinzukommt, das ist, dass man auf diese Merkmale schaut, auf die Metamorphose, ja, also sozusagen, wenn Sie einen Salat haben, ist das einfach nicht gleich ein Salat, sondern er hat verschiedene Ausprägungen. Und wenn man dann diese Einzelpflanzen hernimmt und sie nachbaut, also Einzelpflanzen-Nachkommenschaften, dann kann man verschiedene Ausprägungen haben, weil das einfach in der Natur liegt oder es liegt daran, dass man auf bestimmtes Merkmal selektiert. Und dann ist das eigentlich eine Möglichkeit, wie man aus einer großen Populationssorte sozusagen wieder in eine Richtung die Pflanzen lenken kann und dadurch eine stabile Sorte hervorbringen kann. Das ist eigentlich nichts Neues. Das hat man früher auch so getan. Ja? Oder man hat neue Sorten geschaffen, indem man einmalige Kreuzungen vorgenommen hat, aber jetzt nicht wie in der modernen Züchtung, dass man sogar die Naturreife sozusagen übergreift und wie es ist, dass man einfach Artfremdes in die Pflanzen hineinbringt durch technische Maßnahmen, sondern eine Kreuzung sozusagen unter gleichen Partnern kann zu einer neuen Fülle führen, wo man dann wieder reine Linien nachbaut und dadurch samenfeste Sorten erhalten kann. Das ist eigentlich ein leichter Weg, aber es ist auch ein langer Weg. Ja. Was noch hinzukommt, ist, dass wir im biologisch-dynamischen immer darauf achten, dass wir höchste Fülle haben, das heißt höchste Ausprägung von den Merkmalen einer Sorte. Selbstverständlich Wurzelwachstum, Gesundheit, das ist alles wichtig, aber was neu ist, das ist sozusagen der Geschmack. Also jeder von Ihnen kennt Karotten und hat Karotten im Keller und weiß, dass sie im Frühjahr austreiben. Und solche Karotten werden dann auch hergenommen dafür, dass man eine Grundlage bildet für eine neue Vermehrung von einer Karottensorte. Also das schaut dann so aus, dass wir zum Beispiel eine Linie anbauen und aus dieser feldmäßig, aus einem großen Bestand und aus diesem Bestand dann Einzelpflanzen, einzelne Karotten mit Laub und Wurzeln, dass wir die selektieren. Diese Karotten werden, das Laub wird bis auf kurzes eingekürzt, wird dann überwintert und im Frühjahr wird es herausgenommen und wir selektieren jede einzelne Wurzel. Ein Drittel schneiden wir ab, das sind 2 bis 3 Personen, die das scheibchenweise verkosten. Vorausgegangen ist, dass die Form
erhalten ist, dass sie natürlich nicht schimmelig sind oder verfault oder sonst irgendwas, sondern sie müssen gut über den Winter gegangen sein. Und dann gibt es, das ist eine, ich möchte sagen, inzwischen eine Praxis, die jeder Karottenzüchter betreibt. Das hat ein Gärtnermeister und Züchter vom Dottenfelder Hof in Deutschland bei Frankfurt, hat es über viele Jahre entwickelt, auch einer der ersten Züchter von Karotten, dass das Merkmal Geschmack etwas ist, wenn man sozusagen nach diesem Schema vorgeht und was dann dauerhaft in der Pflanze nachzufinden ist. Und sozusagen, er hat einfach aus seiner Erfahrung einen Katalog entwickelt, ich sage es mal von links 9 und rechts 4, ja, sozusagen ein Punkteschema, wo man sagen kann, Sie kennen das sicher alle, dass es manchmal Karotten gibt, wenn man die isst und sagt, die schmecken fad, die schmecken langweilig, die spuckt man am liebsten wieder aus, oder Sie sagen, ja, die schmecken nussig, vollmundig, so ungefähr stelle ich mir eine Karotte vor. Oder Sie haben Karotten, wenn Sie die durchschneiden, dann sehen Sie entweder innen, wie gehen es von orangen Karotten aus, total durchgefärbt, sozusagen eine orange Linie, oder Sie haben Karotten, wo Sie sehen, innen drin haben Sie sozusagen weiße Ringe, oder Sie haben irgendwie sehr fasrig, oder Sie haben dann die andere Seite wieder sehr dichtes Fleisch. Also das sind alles Merkmale, die man betrachten muss. Und wenn man das einmal macht, dann hat man schon einen Erfolg, dass sozusagen durch diese Geschmacksselektion dieser einzelnen Karotten rutscht sozusagen die Linie oder Sorte von diesen Karotten, die rutscht schon eine Stufe höher. Und wenn man das dreimal macht, dann würde ich sagen, das rückt 2 bis 3 Mal rückt es höher in der Punktebewertung, sodass man nur durch diese Maßnahme, dass man erstens rein äußerlich schaut, wie ist die Gestalt der Karotte, ich sage jetzt Laub und Wurzel, weil das Laub spielt auch eine Rolle im Anbau, es soll ja schließlich stabil sein, soll beschatten, soll aber auch nicht zu stark sein, weil dann der Innenkörper vielleicht zu stark ist. Das ist das Laub fein gefiedert, ist es grob gefiedert, das hat alles sozusagen eine Korrespondenz auch mit der Wurzel, ist die Wurzel abgestumpft oder nicht. Natürlich, welches Sortenbild hat man solche oder solche. Und das ist schließlich entscheidend, dass man, wenn man jetzt aus einem großen Bestand, also ich sage es wirklich feldmäßig Karotten anbaut, daraus selektiert und ich sage es mindestens 100 bis 150 Wurzeln überwintert und daraus vielleicht 100 Wurzeln gewinnt, die man alle geschmacksselektiert hat, die werden dann desinfiziert und werden dann gepflanzt. Die müssen schnell bewurzeln. Und daraus erhält man Saatgut, was man dann quasi wieder hochvermehren kann. Und wenn man diesen Vorgang dreimal wiederholt, dann hat man eine verbesserte Karottensorte. Es ist relativ einfach, aber mit sehr viel Arbeit und Zuwendung verbunden. Aber eigentlich ist es einfach. Und das ist eigentlich, das war so, das klingt jetzt vielleicht sehr unglaubwürdig. Aber auf der anderen Seite ist das eine Maßnahme, wo wir über unsere Geschmackssinne Qualitäten beurteilen. Ja? Wo wir auch beurteilen können, tut uns das gut. Also beim Wein lacht man nicht mehr drüber, da sagt man, ja gut, es gibt so den Beruf des Sommeliers und der Wein wird verkostet und hinterher heißt es, er riecht nach Muskatblüte, er riecht nach Zitronen und Himbeeraromen. Das glaubt man alles. Ja? Und dann erhält er ein Punkteschema und es ist durchaus so, wenn man solche Weine verkostet, die jetzt prämiert sind, dann findet man tatsächlich, ja, das ist so. Ja. Wenn man dann vielleicht aus einem sauren Jahr einen grünen Veltliner trinkt, dann hat man tatsächlich sozusagen diesen Unterschied. Und dieser Unterschied, den hat man auch im Gemüse. Und wir machen das prinzipiell bei allen unseren Sorten. Wir arbeiten auch an Karotten. Ja. Aber wir haben natürlich, wir sind auch in enger Zusammenarbeit mit Bingenheimer Saatgut oder Kultursaat in Deutschland. Ich kann das dann nochmal erklären. Aber wir wollen ja, was unser Ziel ist, natürlich sind wir in der EU, wir können uns austauschen, das ist etwas sehr Wichtiges, aber ich finde es sehr wichtig, dass wir hier in Österreich, ich sage es auch in einer gewissen Höhenlage, Sorten entwickeln, die da auch wirklich hinpassen. Anderes Beispiel, ein bisschen Spezialität, jetzt sprechen wir von unserem Betrieb, das sind die Pfefferoni und Paprika.
das passt jetzt nicht wirklich ins Waldviertel. Ja? Aber wir haben dann Maßnahmen ergriffen, sozusagen, die wir unterstützen, auch durch die biologisch-dynamische Bewirtschaftung, wo wir jetzt in der Lage sind, dass wir Sorten haben, die eigentlich aus ganz anderen Gegenden stammen, die wir auf 500 Meter zur Reife bringen und Saatgut ernten mit über 90% Keimfähigkeit. Aber nicht die Menge, ja, sondern nur Qualität. Und das ist auch etwas, was in biologisch-dynamischen Züchtung gepflegt wird, dass man die Gegenden wächst. Ja, also Georg Wilhelm Schmidt, ein Züchter, dessen Vater den Schmidt-Roggen gezüchtet hat, ein Roggen, der fast 2 Meter hoch ist, eine Ähre hat mit über 30 Lagen, ja, der hatte das nur durch wiederholte Selektion 16 Jahre lang erhalten. Er hat einfach, und das ist genetisch, also sozusagen vererbt in der Biografie. Das heißt, er hat eine Biografie geschrieben, er hat nicht manipuliert, sondern er hat nur ausgewählt, ganz strikt ausgewählt und das immer wieder vermehrt. Und zwar immer in großen Beständen, jetzt beim Getreide, beim Roggen, der hat diese Versuche immer mitten hinein in einen großen Roggenbestand gestellt. Man glaubt, das funktioniert ja nicht, weil das sind ja Windbestäuber. Aber es hat funktioniert. Ja. Und das Ergebnis ist tatsächlich, dass ein Roggen, der vorher nur 18 Lagen hatte, dann am Schluss über 30 Lagen hatte. Also rein durch gezielte Maßnahmen kann man etwas erreichen. Und das ist so. Sie haben sicher zu Hause irgendeine Pflanze, oder das kann in der Tierzucht genauso sein. Man erkennt, wenn man sich bemüht um etwas, dann verbindet man sich so sehr und erkennt sozusagen, welche Möglichkeiten darin liegen. Und das eine ist sozusagen, wo man, ich sage es fast technisch, manipulativ arbeiten kann, neue Sorten zu schaffen durch Kombinationszüchtung, durch einmalige Kreuzung und dann wieder Nachbau in eine stabile Linie, in eine neu zu entwickelnde, samenfeste Sorte. Oder man wählt sozusagen, man erkennt an der Pflanze Möglichkeiten und oder so das Potenzial und führt es dahin weiter. Oder man hat äußere Umstände, dass man einen Wechsel macht von früher-später Zeitpunkt oder von warmen Lagen in kühle Lagen. Wir bringen auch unsere Sorten, wir züchten Sorten und haben zum Beispiel eine Vermehrung in Bulgarien oder wir züchten Sorten, haben eine Vermehrung in Südspanien. Das ist sehr wichtig sozusagen für die Pflanze, dass eine gewisse Vitalität entsteht. Immer verbunden mit einer Geschmacksselektion und selbstverständlich Grundbedingung ist sowieso immer, dass der Boden stimmt und Grundbedingung ist immer, dass die Pflanze selbstverständlich gesund ist. Unterstützt können diese Prozesse werden und ich denke, das ist vielleicht auch das Geheimnis, dass wir auf 500 Meter Höhenlage Saatgut produzieren können durch die biologisch-dynamischen Präparate. Ja. Im Prinzip ist das ganz einfach zu verstehen, biologisch-dynamische Präparate. Es gibt eines, das Korn nicht, das schiebt die Pflanze aus dem Boden heraus und das Kornkiesel zieht die Pflanze heraus. Dadurch haben sie die optimale Erscheinung einer Pflanze. Wenn man das einmal begriffen hat, hat man jedes Mittel in der Hand. Ja. Und zum Beispiel solche Tage wie heute, wir haben letzte Woche Freilandpaprika gepflanzt. Ich meine, das ist eine Katastrophe für Paprika. Ja, da muss man halt einmal mehr eine Kieselanwendung machen. Und dadurch können wir haben auch im Gewächshaus, steuern wir die Prozesse so, wir haben zum Beispiel Tomaten, wir haben keine Samtfleckenkrankheit und wir haben bis im Dezember haben wir reife Tomaten, sofern der Frostschnitt minus 15 Grad ist, dass die ganze Bestände kaputt gehen. Aber das ist rein durch Maßnahme, dass man weiß, mit welchem Boden hat man es zu tun, wie bewässert man, wie hält man die Pflanze, die eigentlich, ich möchte fast sagen, so ein Potenzial in sich haben, dass sie leicht umkippen können, also Tomaten ist ein heikles Problem mit all den Krankheiten, aber durch Maßnahmen aus der biologisch-dynamischen, ich möchte sagen, Küche, ja, kann man sehr, sehr effektiv auf die Pflanzengesundheit einwirken. Aber Voraussetzungen sind immer beide, das eine was schiebt, das andere was zieht. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn man sich
wenn man Pflanzen kultivieren möchte, ist es ganz gut, man widmet sich einer Sorte, ja? Damit man diese eine Sorte kennenlernt. Ja? Und das Beste ist, man hat sowieso irgendwas. Wenn man Kürbis hat, ja, dann kennt man eh den Kürbis, weiß man, wie man den anbaut, weiß man, wie man den hackt. Das ist alles wichtig, dass man auch die technischen Bedingungen hat, dass man sozusagen eine Kultur pflegen kann, weil dann ist es ein leichtes, dass man daraus Saatgut gewinnt. Denn Saatgut ist nur sozusagen nochmal einen Schritt weiter als die Marktware. Viele Menschen glauben, dass die Samenflächensorten billiger sind als die Hybridsorten. Das mag ich, das könnte man unterstützen, ja. Sie sind vielleicht im Kauf etwas billiger, das heißt aber nicht in der Maßnahme der Produktion. Eine Hybridsorte braucht auch viele Jahre, wenn man denkt, durch die Elternlinien, die hergestellt werden, und oft ist es so, dass die sozusagen dann nicht sehr vital sind und dass man dann auch Mühe hat, sozusagen die weiterzubekommen. Aber bei den samenfesten Sorten ist das eine große Herausforderung, weil man einfach Zeit braucht. Ja? Das heißt, man kann die Zeit nicht abkürzen. Wenn man zweijährige Kulturen hat, wie die Kohlgewächse, also Kraut, alles, was damit zu tun hat, oder man hat Karotten oder Pastinaken, ganz egal, dann braucht man einfach 2 Jahre, bis man Saatgut hat. Und von daher ist diese Zeit, die man braucht, dass man etwas Neues entwickelt, die ist sehr wichtig. Ja? Und das ist einfach mit Arbeit verbunden. Also man arbeitet einfach ein paar Jahre und sozusagen muss dann immer wieder auf das Ergebnis warten. Ja? Wir haben vor über 10 Jahren mit einem Betrieb in Efferding, also mein Hauptmitarbeiter, der Gärtnermeister und Landwirtschaftsmeister, stammt aus Efferding, hat sich jetzt in St. Leonhard im Waldviertel niedergelassen und hat sozusagen seinen elterlichen Biobetrieb eingetauscht mit der Arbeit bei Rheinsaat, was mich natürlich freut. Und dann hat ein befreundeter Gärtner, der Großhandel Achleitner beliefert, der hat uns dann einmal angerufen und hat gesagt, ne, da auf dem Feld, hat ungefähr 1 Hektar Mangold angebaut, da steht was, das ist so was ganz anderes, das gefällt ihm. Dann sind wir nach Efferding gefahren, haben, ich weiß nicht, 50 Pflanzen genommen, die so ähnlich waren, aus einem wirklich großen Bestand, und haben dann gemeinsam eine neue Sorte entwickelt. Das war total spannend. Ja. Für uns war das fein, er hat das Saatgut angebaut, da mindestens 50.000 Pflanzen stehen gehabt, nämlich zu Bedingungen, wie es der Gemüsebau verlangt, auch in einer Gegend, die tatsächlich für diese Kultur gut ist. Und wir konnten dann aus diesen großen Beständen selektieren, haben dann die Pflanzen einfach mit nach Hause genommen und haben sie bei uns im Gewächshaus eingepflanzt und daraus Saatgut gewonnen. Und das hat dann über viele Jahre dieser gemeinsamen Arbeit dazu geführt, dass wir eine neue Sorte entwickelt haben. Es war nicht am Anfang so, sondern wir haben auf ein Merkmal sehr geachtet. Ich sage jetzt ein Merkmal bei dieser zu entwickelnden Sorte, und es ging dann fast ein bisschen nach hinten los. Das Merkmal war so verstärkt, dass es eigentlich dann schon, möchte ich sagen, so wie in Wildgemüse überging. Ja? Also es ging um einen Stängel. Der Stängel, wir haben auf Breitstängeligkeit selektiert bei einem Mangold und haben durch diese übermäßige Hinschauen auf dieses eine Merkmal, ist zwar der Stängel breit geworden, aber er ist auch schwach geworden. Ja? Er hatte nicht mehr die Stabilität. Also haben wir das Ganze wieder retour gemacht, damit man die Stabilität im Stängel bekommen kann. Das haben wir nochmal 4 Jahre gebraucht. Aber schlussendlich ist es so weit gekommen, dass wir dann diese Sorten angemeldet haben, und wir haben im Frühjahr haben wir dann die Anerkennung bekommen von dieser, also EU-Anerkennung wurde zwei Jahre geprüft. Und das ist eigentlich für uns eine sehr schöne Arbeit, wenn, das wollen wir auch weiterhin pflegen, diese Zusammenarbeit mit Gemüsebaubetrieben, wo dann neue Sorten gemeinsam entwickelt werden können, die dann auch wirklich dem dienen, was ein Gärtner oder ein Großhandelsgärtner benötigt. Wie gesagt, bei den Karotten ist es weitaus schwieriger. Da hat man auch sehr viele technische Dinge, die man beachten muss.
Normalerweise kommen in den 500 Gramm Sackerl kommen halt 8 Karotten hinein, die müssen alle die gleiche Länge haben. Sie müssen durch die Waschmaschine gehen, das sind viel größere Anforderungen. Und die Beschattung des Laubes, also das allein schon wäre ein großes Züchtungsprojekt, was man angehen könnte, was sicher viele Nutzen bringen würde. Ist es schwierig, so eine Zulassung zu bekommen für ein Saatgut, oder wie läuft der Prozess ab? Das heißt, man hat jetzt glaubt, eine Sorte gezüchtet zu haben, ja, und man würde jetzt zulassen, wie läuft der Prozess ab, beziehungsweise wie schwierig ist es, wenn es auf EU-Ebene abläuft oder läuft das auf Landes- oder Bundesebene ab? Oder? Ja, es läuft eigentlich kaum mehr etwas auf Landesebene ab. Also natürlich ist es so, dass hier in Österreich ist AGES die Stelle, sozusagen Sortenamt, wenn man so will. Ja? Und dieses Sortenamt ist aber wie jedes Sortenamt in der EU, unterliegt den gleichen Bestimmungen. Früher hatte Österreich ein eigenes Sortenamt und es lagern im Kellern von Schönbrunn wahre Schätze über Sorten und über Kenntnisse. Jedenfalls Österreich ist doch ein sehr kleines Land und es wird nichts mehr geprüft in Österreich. Es ist so, dass in Europa werden zentral gewisse Arten geprüft. Also zum Beispiel wird in Frankreich wird Mangold und Mangold, Zucchini, ich weiß nicht was noch, wird geprüft. Ja, auf jeden Fall in Holland Salat, in Ungarn Paprika. Auf jeden Fall Österreich prüft nichts, ist zu klein. Und da ist es so, dass man sozusagen einen technischen Fragebogen ausfüllt. Also man macht eine Beschreibung von dieser Sorte, also Blätter, Ausreife, Verfärbung vor der Frucht, nach der Frucht, in welcher Zeit entwickelt sie, etc. Ja? Also man muss detailliert alles genau angeben, ja? Bis auf den Stempel, welche Farbe der hat. Ja? Und das wird dann, das ist die Grundlage, man gibt auch als Züchter an, ob man verwandte Sorten hat, man gibt an, aus welchem Zuchtmaterial das entwickelt wurde, das muss man alles angeben. Ja? Entsprechende Resistenzen, wenn man sie geprüft hat, gibt man auch an und es wird dann zentral abgefragt, ob es vergleichbare Sorten gibt in der EU, die bereits schon registriert sind. Wenn es eine Sorte gibt, die ganz ähnlich sind, die vielleicht sich nur in kleinen Merkmalen unterscheiden, dann werden diese Sorten parallel mit der zu prüfenden Sorten 2 Jahre lang geprüft. Und dann wird darauf geachtet, dass tatsächlich wirklich ein Unterschied ist zu den bereits angemeldeten Sorten. Dadurch passiert die Neuheit. Eine neue Sorte ist man nicht in der Lage, als Züchter zu entwickeln, sondern man kann nur aus den vorhandenen Sorten, also bisher ist mir noch kein Züchter untergekommen, der das kann. Ja? Das würde bedeuten, man könnte aus Wildgräsern Getreide züchten. Man ist zwar schon dabei, es gibt da Ansätze, aber es ist noch nicht so, dass es in die Welt gekommen ist. Denn die Kulturleistung, die passiert ist, dass wir heute Radieschen haben, dass wir Gurken haben, dass wir Kraut haben, das ist eine Kulturleistung, die lange hinter uns liegt und die eigentlich so unseren geistigen Himmel bildet. Und wir als Züchter können nur diese Sorten in die Jetztzeit bringen. Das heißt, in die Jetztzeit bringen, wir knüpfen uns an diesen Vererbungsstrom an, ja, bringen ihn in das Hier und Jetzt und an die Anforderungen der Menschen, die das jetzt wollen. Ja. Der Trend ist, dass man kleines Gemüse züchtet. Ja. Wer braucht schon einen Krautkopf, der 8 Kilo wiegt? Ja. Das heißt, wenn man sozusagen für die Jetztzeit züchtet, dann wird man eher Krautköpfe züchten, die maximal 1 Kilo haben, aber ja nicht mehr, weil wer braucht das schon? Ja? Außerdem, der heutige Mensch ernährt sich nicht mehr gern von Kraut. Beim Salat geht es auch schon die Tendenz, dass man einfach Fertigsalate hat, die eingeschweißt sind. Wer will sich schon die Mühe machen, einen Salat zu entblatteln? Es muss alles schnell gehen. Ja? Dadurch gehen natürlich Qualitäten verloren, gerade beim Salat. Ein heutiger Frühjahrssalat ist eher hart. Ja? Der hat nicht mehr diese Weichheit und diese Süße wie die früheren Salate. Ja, warum? Weil er Transportwege sozusagen durchmachen muss, weil er ein Lager durchmachen muss, weil er im Geschäft liegt. Und sozusagen damit gehen natürlich auch Qualitäten verloren. Und
bei den Karotten ist es ähnlich. Ja? Wenn Sie sagen, der Markt braucht 8 Stück pro 500 Gramm, die müssen relativ gleich ausschauen, damit die so abgesattelt werden, dann gehen auch Qualitäten verloren, weil man kann auch eine samenfeste Sorte nicht so durchzüchten wie eine Hybride. Sie wird nie so gleich sein, aber sie hat andere Qualitäten. Ja? Und man kann in einem Höchstmaß schauen, dass man wenig Ausschuss hat. Und ist noch was anderes, und das ist das ganz Entscheidende, wenn man mit samenfesten Sorten züchtet, bringt man sie in die Jetztzeit und führt sie in die Zukunft. Bei den Hybriden, da ist auch ein Züchtungsprozess. Aber in der Jetztzeit ist es nur einmal, funktioniert es. Ja? Und wenn man das nächstes Jahr wieder braucht, dann hängt da wieder eine andere Vorlaufzeit daran. Es funktioniert nur einmal, aber man kann es nie in die Zukunft bringen. Sondern man muss immer wieder sozusagen die vielen Kreuzungen und die sozusagen die Linien, die da miteinander gekreuzt sind, die muss man einmal in die Gegenwart bringen, dass man dieses Heterosis-Effekt hat, wo man richtig tolle Ernte hat. Das ist kurzfristig gedacht. Langfristig gedacht hat man eine Nachhaltigkeit oder eine Ertragssicherheit dadurch, dass man Sorten hat, die bereits eine Biografie geschrieben haben im biologischen Anbau und in der biologischen Züchtung. Noch vor 20 Jahren war es üblich, dass biologisches Saatgut das war, was man ein Jahr aus der konventionellen Züchtung vermehrt hat. Auch heute ist das noch oft so, auch bei den Hybriden, das stammt aus konventioneller Züchtung, das stammt nicht aus biologischer Züchtung, sondern das wird in ein Jahr wird es biologisch auf einem biologischen Niveau. Ja? Also man geht schon in der Züchtung auch so weit, dass man vielleicht noch 2 Jahre machen kann, dass man auch den Hybriden noch ein bisschen biologisch auf Nährlösung oder so machen kann. Das ist alles schon im Gang. Aber das meiste wird auch nur ein Jahr ökologisch vermehrt. Und dadurch ist es schon ökologisches Saatgut, ganz einfach. Ja. Aber wenn man sozusagen wirklich in seinem Betrieb, ich sage auch eine gewisse Unabhängigkeit will, dann ist die samenfesten Sorten das Einzige, worum man sich kümmern muss. Und damit zusammen, das ist meine persönliche Meinung, die ich nicht wissenschaftlich belegen kann, geht einher eine Nahrungsqualität. Das, was der Mensch braucht, das ist wirklich Nahrung. Ja? Nämlich Süße in der Nahrung. Ja? Jeder kennt es, wenn jemand irgendwas Gutes isst, sagt, ja, das schmeckt und es ist süß. Ja? Dann hat man damit ein Merkmal, nämlich Reifefähigkeit. Wenn etwas Reifefähigkeit besitzt, dann ist das sozusagen eine Qualität, die der Mensch wahrnehmen kann. Dazu gibt es auch neu entwickelte Methoden im biologisch-dynamischen. Und zwar Bildekräftemethode, die unter anderem, also Sie alle kennen ja die ganzen Chromatographien und Kristallisationsmethoden, ich glaube, da muss ich nicht darüber sprechen, wo man im Bild Qualitäten wahrnehmbar machen kann. Und es gab ja diesen großen Versuch in der Schweiz vom Fiebel über, meine, über 25 Jahre, oder wie lange, über fast 30 Jahre, also ziemlich lang. Ja, ja. Wo sie aber gar nicht so viele Unterschiede festgestellt haben. Die haben also konventionelles System, organisch-biologisch und biologisch-dynamisches System und haben immer das Gleiche gemacht. Und haben dann eigentlich gar nicht so viele Unterschiede gefunden, die Biodynamiker, die glaubt, naja, irgendwie müsste da was sein. Das Einzige, was sie gefunden haben im biologisch-dynamischen, war da irgendwie das Magnesium, mehr Magnesium oder irgendwas. Das war das Einzige, ganz kleine Unterschied. Und dann gab es andere Versuche, die wurden in Deutschland gemacht, da am Kaiserstuhl bei Freiburg. Das waren auch ganz tolle Versuche. Das liegt aber jetzt auch schon fast 20 Jahre zurück. Da haben sie Stangenbohnen angebaut. Und zwar Stangenbohnen einmal konventioneller Herkunft, immer die gleiche Sorte, konventioneller Herkunft, organischer Herkunft, biologisch-dynamischer Herkunft. Und dann in den Systemen konventionell, organisch, biologisch-dynamisch. Und haben alle geglaubt, biologisch-dynamisch. Herkunft und biologisch-dynamisch Anbau, das ist das Beste. Na, nix da. Das Beste war biologisch-dynamisches Saatgut im Konventionellen. Und das war ein richtiges Aha-Erlebnis für die Züchter, dass man nämlich sagen kann, was ein biologisch-dynamisches Saatgut an Qualität innewohnt, das ist im
Korn drin und es wirkt bis in den Anbau hinein. Und das war fast revolutionär. Also das fand ich ganz toll. Ja. Es ist nicht bloß, dass immer alles biologisch dynamisch gut ist, sondern hier ging es tatsächlich um die Saatgutqualität, wie die erzeugt worden ist, dass die die Kraft hat, bis in die nächste Generation hineinzuwirken. Eine weitere Methode in biologisch dynamisch ist die Bildekräftemethode, wo man entweder über die Anschauung oder über das Wahrnehmen zu Wahrnehmungen kommt, wie wirken Stoffe im Körper. Das ist fast etwas Meditatives, aber Sie können das, ich ziehe immer gerne den Wein heran, wo Sie auch bei dem Wein wahrnehmen können, der hat einen sanften Abgang oder einen nachklingenden Abgang oder er hat irgendwie sprüht nach oben und so ähnlich ist das. Sie können, machen Sie das mal, nehmen Sie rohes Gemüse, schließen Sie die Augen und nehmen Sie wahr, wo das im Körper wirkt. Das sind, wie man im eigenen Leib diese Kräfte, die in einer lebendigen Pflanze sind, wahrnehmen kann. Das ist ganz einfach. Das ist nur sich einstimmen auf etwas, wo man innerlich zuhört. Das ist eine Methode, die dann von Dorian Schmidt, einem Gärtner in Deutschland, sehr, sehr intensiv gelehrt wurde. Und ist natürlich auch ein Hilfsmittel für die Züchter, wenn man Einzelpflanzen hat, dass man noch ein Werkzeug in der Hand hat, um diese Einzelpflanzen in ihrer Qualität zu bestimmen. Das eine ist die Geschmacksselektion, das andere ist die, das heißt relative Bildkräftemethode von Dorian Schmidt, die man im eigenen Körper wahrnehmen kann. Ist einfach eine Schulung, die relativ leicht ist. Ich bin sicher, wenn ich das mit Ihnen machen würde, Sie würden das alle wahrnehmen. Das ist ganz einfach. Wir haben das auch mal gemacht in einer Kochschule, hier im Waldviertel. Und da waren Damen, die hatten gar keine Ahnung von so etwas. Ich fand es total spannend, wie so etwas im Körper wirkt. Ist auch relativ einfach. Also zum Beispiel gibt es einfach auch Prozesse in der Pflanze, dass Sie sagen, angenommen, Sie haben jetzt eine Karotte und die wird gekocht in Wasser und schmeckt halt jetzt nicht so wahnsinnig doll. Und Sie machen noch Karottensaft von der gleichen Charge Karotte, dicken den Saft ein, geben den gedickten Saft über die nicht so wirklich gut schmeckenden Karotten. Dann werden Sie sehen, dass die nicht so gut schmeckenden Karotten aber sehr gut schmecken, weil Sie sozusagen diesen konzentrierten, eingedickten Saft haben. Und diese Kombination ergibt eine neue Nahrungsqualität, und zwar durch den Einfluss der Wärme, des Kochens der Wärme. Ja. So wie man in der Pflanzen, im Saatgut, sehr wichtig ist, dass das Saatgut in den entsprechenden Monaten, die sozusagen von Wärme durchzogen sind, heranreift. Ja. Weil dadurch sind auch genau diese Elementarwesen, man hat es ja auch irgendwo zu tun, wenn man mit den Präparaten arbeitet, mit Elementarwesen, die da hilfreich zur Seite stehen. Also ich habe da eine sehr gute Vorstellung davon. Die sind nur in diesen Monaten vorhanden. Und Saatgut, das ist jetzt eine Erfahrung, Saatgut, was in diesen Monaten heranreift, hat eine gute Qualität. Da ist das Korn dick, das Korn glänzt, die Keimfähigkeit ist gut und die Keimfähigkeit hält sich lang. Saatgut, was darüber hinaus reift, ich sage es mal, sagen wir vielleicht bis in Ende Oktober hinein, das hält gerade ja und dann fällt es ab. Aber richtig stark. Zum Beispiel Paprika, wir haben Paprika auch aus dem Marktfeld, wo man denken würde, das muss ja da reif werden und ausreifen. Aber wenn es zu lang in den Herbst hineingeht, dann findet einfach im Jahreskreislauf ein anderer Impuls statt und das Saatgut hat niemals diese Qualität und wird auch durch viele Reinigungsschritte, man kommt einfach nicht mehr in die Höhe mit der Keimfähigkeit. Und es hält auch nicht lange im Lager, es fällt rasch ab. Also das ist etwas sehr Wichtiges, dass die Prozesse der Wärme in den Samen hineinfließen. Frage. Bitte. Und zwar, züchten heißt ja, dass ich aus einem bestimmten genetischen Potenzial gewisse Eigenschaften selektiere. Ja. Ja? Was unterscheidet sich zwischen dieser Zucht und der Hybridzucht dann? Was ist dann der große Unterschied?
Der große Unterschied ist der, dass man in der Hybridzucht sozusagen sich auch anknüpft an einen Vererbungsstrom, aber diesen Vererbungsstrom abschneidet oder durchschneidet dadurch, dass man die Hybride produziert. Wenn Sie jetzt eine Porre haben und Sie haben am Schluss F1-Porre, ja, dann sind vielleicht in dem Porre, keine Ahnung, wie viele Porres da drin sind oder wie viele Linien. Ja. Und man hat dann scheinbar was Neues gezüchtet. Aber es funktioniert nur einmal. Sie können aus diesem F1-Porre niemals was Neues machen. Oder halt mit ganz vielen Generationen. Ja. Während wenn Sie einen. Das habe ich ja nie verstanden, warum das in der Hybridzucht dann nicht mehr funktioniert, wo der springende Punkt ist. Warum das nicht mehr funktioniert? Ja. Ja, weil der Vorherrscher so viel drin ist. Also, ich erzähle Ihnen hier zum Beispiel, ich habe mir so ein Züchtungsprojekt angeschaut von einem Kollegen, den ich sehr schätze in Holland. Ich finde das auch toll, ich fand das toll, ja. Der hat mir das erklärt. Und der hat jetzt eine neue Zucchini, ist noch nicht auf dem Markt. Und der Zucchini, nein, nicht der Zucchini. Kürbis, so ein Red-Curry-Typ, ja? Red-Curry-Typ, ist normalerweise rankend, ja? Baut man vielleicht an auf 1 Meter oder 1,20 Meter. Ja? Er baut es auf 50 cm an, ja? Hat doppelt so viel Pflanzenbestand auf 1 Hektar und es wächst buschig. Ja? Ist toll, ja? Also schön, gefällt mir. Und er hat natürlich doppelt so hohen Ertrag, etwa, weil er mehr Pflanzen hat. Und die Pflanzen sind alle gleich, die Früchte, also es ist. Mir hat es richtig gefallen, mir hat er richtig begeistert. Ja, einfach die Herangehensweise. Die Holländer sind ja auch ganz unbekümmert und machen wir. Und die Pflanze bringt 3 bis 5 gleich große Früchte hervor. Fantastisch. Ja? Und, aber der Züchtungsgang dauert 9 Generationen. Und dann hat er mir gezeigt, was da alles drin ist. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja? Da ist ein Ölkürbis drin, da ist eine Zucchini drin und noch irgend so ein schreckliche irgendwas. Ja, also man hat das Gefühl, das alles, was da drin ist, das war dann zum Teil, wo ich sage, wir ja mit dem Material mal gar nichts mehr. Aber das muss drin sein, damit dann am Schluss sozusagen das herauskommt. Muss aber immer wieder machen. Ja? Also er macht das immer wieder, damit er einmal sozusagen dieses Aufbäumen hat von allem diesen, ich möchte mal sagen, Linien, Verkümmerten oder Kreuzungspartner, Vater-Mutter-Linien, damit am Schluss das rauskommt. Das ist ja, man kann sich das richtig vorstellen, also fließt viel Material herein, es kommt was heraus, aber nur einmal. Dann habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, du, wenn ich das jetzt nehme, da deinen Red Curry, wie lange brauche ich, damit ich eine feste Sorte mache? Ja? Und ja, 8 Jahre. Ich habe gesagt, passt, danke, mache. Also man kann das auch machen, aber der Unterschied ist ja nicht, dass das gemacht wird, diese Hybriden, weil man Nahrungsqualitäten schaffen will, sondern es geht darum, dass man pro Hektar mehr Ertrag will, dass man sozusagen den Gärtnern und Bauern in eine Abhängigkeit bringt, dass der niemals von diesem Kürbis ins Saatgut nimmt, ja, der hat gefälscht wieder neu zu kaufen, das kostet natürlich, weil dieser Züchtungsweg sehr aufwendig ist. Ja? Während wir können feststellen, wir haben ja so eine schöne Datenbank, wir können feststellen, es gibt Kunden, wir haben Kunden, wo man sagen würde, die haben es wirklich nicht nötig. Ja, aber genau die. Die kaufen alle 4 Jahre Saatgut. Und was machen sie? Nachbarn. 4. Jahr kaufen sie wieder, weil sie denken, ja, jetzt muss wieder mal was Frisches rein. Ist in Ordnung. Ja? Verstehen Sie, was vielleicht auch gut ist? Vielleicht ist mal einer drunter, der sagt, ja, ich mache jetzt was Neues draus. Was bei mir im Hof steht, was für meine Verhältnisse Ertrag bringt. Das wäre Unabhängigkeit. Ja? Das ist der Unterschied. Das ist ökonomischer Natur und es ist natürlich auch, ich sage wirklich, gesellschaftlicher Natur, weil da passiert was ganz anderes. Da steckt ein anderes Denken dahinter. Ja? Im Prinzip rede ich jetzt gegen uns. Ja? Ich meine, es ist wie ein Wunder, dass es uns seit 18 Jahren immer noch gibt. Ja? Aber es ist immer so, wenn jemand was nachbaut, das ist ähnlich wie in der Kunst, wenn es ein Plagiat gibt. Der das Plagiat macht und irgendwas klaut, ja? In Anführungszeichen, ja? Der Künstler selber hat schon wieder so viel in petto und bringt so viel Neues hervor. Und wenn jemand unsere Sorgen nachbaut, ja, ist das ja eigentlich ein Züchterrecht. Das ist Züchterrecht. Jeder Mensch, der sich züchterisch betätigen will, hat das Recht, dass aus dem Vorhandenen das nehmen darf, bearbeiten darf und in einem Merkmal verändern darf oder mehreren,
dann hat er damit eine neue Sorte gewonnen. Und das sollte auch stattfinden. Das soll stattfinden. Und würde das mehr stattfinden, gäbe es auch mehr Sorten. Und diese Samenfäschensorten führen in die Zukunft, ja, und hören nicht in der Jetztzeit. Entschuldigung, was wird da abgeschnitten beim Hybrid? Haben Sie gesagt, ich habe das Wort nicht verstanden. Ja, ich sage, es wird, dadurch wird sozusagen der Züchtungsgang von den Hybridsorten, also die vielen Sorten oder also teilweise sind es dann auch nicht nur unbedingt von der gleichen Art, was da hineinfließt. Das wird so gestaltet, dass an einem Punkt das entsteht, was der Züchter will. Ja? Aber er muss jedes Mal von Neuem diesen langen Züchtungsweg betreiben. Geht man nicht bei der Züchtung heute mehr, weil Sie gesagt haben, doch mehr in die industrielle, was die Industrie will für die Verarbeitung? Da geht der ganze Geschmack und die Qualität geht meistens verloren. Ne? Also wir wollen eine Einheit haben. Natürlich. Das muss verarbeitbar sein, das muss lagerbar sein. Ja. Man macht Hybrid, dass man mehr ernten pro Hektar und dasselbe haben oder weniger wie vorher. Ja, das ist richtig. Und ja. Das kürzer ist. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich eine Entscheidung, die getroffen wurde schon viel länger. Ja? Die wurde schon viel länger getroffen. Das ist einfach sozusagen industrielle Produktion. Und bei der industriellen Produktion sind einfach gewisse Dinge erforderlich. Und da ging es ja nicht darum, dass man jetzt unbedingt für den Menschen Nahrungsqualitäten schafft, sondern es ging darum, sozusagen die Produktion zu steigern, ja? Und die Erträge zu steigern. Ja? Und ich sage jetzt in Anführungszeichen, das Einkommen des Anbaus zu steigern, was aber nur bedingt, also sehr bedingt ist, denn die Saatgutkosten sind viel höher, wenn das so betrieben wird. Ja? Also heute zahlt ein Gärtner locker 1,50 € oder mindestens 1 € für ein Korn Tomatensaatgut oder für ein Korn Gurke. Er hat natürlich dann auch entsprechende Ertrag, aber es geht nicht darum, ob das Zeug schmeckt. Und es geht nicht darum, es geht nur darum, welche Klassifizierung hat es. Ja? Wie kann man es verkaufen? Also das schaut schön aus. Ja, und jetzt, es gibt natürlich Tendenzen rückwärts. Und ich meine, konventionelle Züchter schlafen auch nicht. Ja? Also ein anderer Züchter, der jetzt in Pension ist, der hat zu mir gesagt, Reinhild, was sind denn deine beste Tomate? Da machen wir schnelle Hybride draus. Ja. Der Holländer, ja. Ich finde es irgendwo toll, auch so eine frisch freie Herangehensweise, aber man trägt ja auch eine Verantwortung, die man nicht nur eine Verantwortung als Züchter, sondern man hat eine Verantwortung als Anbauer genauso. Was setzt man in die Welt? Ich kann es auch verstehen, dass heute Leute, die Anbauer, die unter dem Druck stehen, sozusagen der Vermarktung ihres Einkommens, dass die natürlich zu Hybriden greifen. Das ist auch meiner Meinung nach legal, wenn es die entsprechenden Sorten nicht gibt in Bio. Weil das Bio, wir sind noch ein bisschen, ich sage mal so, in der Kindheit oder in den Kinderschuhen, nicht mal ganz in den Kinderschuhen, aber es fehlen uns einfach viele Jahre, die natürlich, wie ich sagte, 100 Jahre sind vergangen, die eigentlich in der konventionellen Züchtung in Richtung Hybridzüchtung gegangen sind. Und die samenfeste Züchtung wurde abgeschnitten, aber rein sozusagen aus marktbeherrschenden Gründen. Und am Schluss, dass wir am Schluss Patente haben, das ist ganz logisch. Das ist eigentlich sozusagen die logische Folge. Und auch die Gentechnik ist die logische Folge dieses Denkens. Ja? Und jetzt werden Gott sei Dank die Leute wach. Und ich denke, jeder, der noch nicht unterschrieben hat, muss natürlich unterschreiben. Ja? Und wir als Firma oder als Züchter, wir können das gar nicht mehr leisten, was es für eine Flut an Informationen gibt. Wir unterhalten gemeinsam mit den Schweizern und den Deutschen, unter Achenor unterhalten wir ein Büro in Deutschland, die uns nur mit Informationen füttern. Was es auf diesem Sektor gibt, man glaubt es ja gar nicht. Ja? Es gibt sozusagen versteckte Gentechnik, die jetzt erlaubt werden soll, weil sie nicht mehr nachweisbar ist. Ja? Aber es ist Gentechnik. Ja? Und so wird natürlich versucht, wie man versucht hat, sozusagen über die gentechnischen Futterkartoffeln sozusagen die Gentechnik auch
quasi in die Nahrung der Tiere einzuschleusen. Also es gibt immer wieder Dinge, wo man nicht genügend Informationen haben kann. Also wir selbst sind auch erschrocken, was da alles abläuft. Ja. Also Beispiel in Deutschland, der Karottenzüchter und Gemüsegärtner vom Dortenfelder Hof, Dieter Bauer, der die Sorte Rodelica entwickelt hat. Die Sorte Rodelica wurde entwickelt aus einer Sorte von Hildsamen in Deutschland, eine ganz alte Firma, die jetzt gekauft worden ist von einer holländischen Firma, aber immer noch unter dem alten Titel weiterarbeitet. Die hatten eine samenfeste Sorte, die hieß Rothild. Die Rothild war eine schöne Gärtnersorte, die wurde auch sehr häufig angebaut. Und Dieter Bauer durch seine Bewirtschaftung und durch das, was er entwickelt hat mit der Geschmacksselektion, hat aus dieser Sorte eine ganz neue Sorte mit über die Geschmacksselektion entwickelt, die Sorte Rodelica. Und dann gab es die Beutelsbacher, die Säfte. Beutelsbacher, jeder kennt so diese Säfte, rote Rüben und was die alles haben, bis zu Cola Zisch. Und die haben sozusagen auf ihrer Karotten Label, ja, auf einer Karottensaftsorte steht drauf Sorte Rodelica. Ja. Und jeder weiß, diese Sorte schmeckt einfach wirklich super. Die hat eine Süße, ein volles Aroma und so. Das müsste das Ziel sein einer Sorte, die in einer Region angebaut wird. Aber man braucht die entsprechenden Partner. Und man braucht mehrere Betriebe, die das auch wollen, weil einer allein wird es kaum machen können, außer es hat jemand einen ziemlich großen Betrieb und entsprechendes Know-how. Ja. Vielleicht noch die Frage, heute schon ein paar Mal angesprochen, Hufsorten selber züchten am Betrieb, Eigenständigkeit, vielleicht kann man mal kurz einen Einblick oder Einführung machen, was man eigentlich so als Lande dann hinsichtlich Saatgutpflege oder der Ablauf, wie diese ablaufen soll am Hof dann, sage ich jetzt mal, haben jetzt eine eigene Gemüsesorte züchtet. Wie ist einfach so dieser Prozess, sage ich mal, über 5 Jahre oder wie soll, oder kann das ablaufen? Ja? Also meine Meinung dazu ist, dass es durchaus Sinn macht, eine Hofsorte bei Getreide zu machen, aber Hofsorte als Gemüse macht wenig Sinn. Ja? Außer man hat einen Betrieb, wo man, sagen wir mal, nur ellilanige Karotte anbaut, ja, dann könnte es wieder Sinn machen. Weil die Arbeit, der Aufwand ist so enorm dafür, dass man das eigene Saatgut hat, ist viel zu teuer. Das kauft man lieber, auch samenfest. Denn, ja, ich sage wirklich, wenn man das will, kann man das machen. Ja. Nur ist das sozusagen so vom Markt abgesetzt. Ja. Wenn man dann wieder diese Sorte vermarkten will, braucht man ja derartig große Mengen. Ja? Und man braucht dann vielleicht auch derartige Mengen in guter Qualität, mit guter Keimfähigkeit, vielleicht noch kalibriert, weil man es mit der Einzelkorn-Sämaschine anbaut. Das sind alles Dinge, die kann man fast nicht leisten als Betrieb. Ja? Man braucht die Aufbereitung, man muss wissen, sind da Krankheiten dran oder wie oder was. Das geht so schnell, dass etwas dann nach hinten geht. Weil sozusagen die verschiedenen Gemüsearten, da muss man einfach das entsprechende Know-how haben, was man durchaus erlernen kann, wenn man das machen will. Es könnte vielleicht Sinn machen, dass man sagt, man hat eine Fisolensorte, aber Fisolen vermarktet man jetzt auch nicht in dieser Menge. Da könnte es Sinn machen, dass man das im eigenen Betrieb macht. Aber da muss man auch wieder schauen, dass sie nicht irgendwas Fädiges einschleicht. Wie prüft man das? Da ist einfach auch Zeit notwendig. Und die hat man normalerweise nicht wirklich in dem Maß als Produzent. Also, aber man kann natürlich jede Sorte, die Sie irgendwo her nehmen, ja, da können Sie irgendwas nachbauen und schauen, ob das zu Ihnen passt. Die Freiheit hat man. Ja. Der Knoblauch liebt die Wärme. Er liebt natürlich auch ein bisschen die sandige Böden. Die hätten wir schon im Waldviertel, die sandige Böden. Aber wir haben nicht unbedingt diese Wärme. Und der spanische Knoblauch ist tatsächlich einer der besten europäischen. Und es wird auch in Spanien richtig profunde Knoblauchzüchtung betrieben. Ja.
Also das, was ich kenne von Spanisch Knoblauch, das ist perfekt. Ja. Es wird auch noch in der Tschechei, gibt es Knoblauchzüchtung, ja. Aber vielleicht hängt das einfach auch mit den Sorten zusammen. Also die heutigen Sorten, das sind Stängeltypen, sozusagen, wo ein Stängel ist und die Zehen sitzen außen dran. Das sind eigentlich die, ich möchte sagen, von der Verarbeitung her die beliebtesten. Denn wenn man lauter kleine Zehen hat und nur mal welche drumherum, die sind viel mühsamer. Knoblauch, es braucht Platz, es braucht Fläche und der Knoblauch will kein Unkraut. Ja, das heißt, man muss eine spitze Hacktechnik haben, man braucht diese sandigen Böden und man braucht die Wärme. Das wäre so das Ideale. Ja. Dass man natürlich Knoblauch produzieren kann in kleinem Stil, ist durchaus möglich. Ich weiß es auch von einem Knoblauchzüchter im Weinviertel. Da wird es auch nicht immer nur die Zehen gesteckt, sondern es wird auch über die Brutzwiebelchen. Nur sie müssen halt Sorten haben, wo sie wissen, passen die. Bauen sie einfach verschieden. Das Beste ist, man nimmt verschiedene Herkünfte, baut die an und schaut mal, was damit wird. Also dafür ist ja dann die Achenoa. Bei der Achenoa gibt es ja viele Knoblauchherkünfte oder sie nehmen unsere Herkünfte und dann schauen sie, dass sie über den Knoblauchverein noch was kriegen von den Spanischen und dann schauen sie, was am besten passt. Und da können sie weitermachen. Durchaus gangbar. Aber wir haben leichte Böden, insofern ist es bei uns etwas leichter. Die schnell abtrocknen. Wir haben im Normalfall nur um die 400 Milliliter Niederschlag. Das ist auch schon weniger geworden, aber wir haben jedes Jahr zum Beispiel mindestens 2 Monate Trockenheit. Und da haben wir uns jetzt einfach Beregnungswagen konstruieren lassen und einen Teich gebaut. Weil wir haben solche Dinge erlebt, dass wir Karotten gesät haben, die sind einfach nicht gescheit aufgegangen. Und da braucht man Bewässerung. Also im Gemüsebau braucht man Bewässerung. Also bei uns ist es entstanden, dass wir sehr sparsam sind mit dem Wasser, weil wir wenig Wasser hatten. Dann haben wir uns eine Bewirtschaftung überlegt. Wir arbeiten sehr viel mit abbauender Mulchfolie und pflanzen inzwischen auf der Folie. Also wir haben eine Maschine, wo wir direkt pflanzen können auf der Folie. Und die Wege dazwischen säen wir mit niedrigem Weißklee, der dann gemäht wird. Dadurch haben wir immer ein gewisses Level an feuchtem Boden. Ja, wir haben weniger Hackarbeit und wir haben durch den Kleeanbau in den Wegen, wenn wir das im Herbst ackern, können wir das sehen, wie das wirklich streifenweise sozusagen der Boden sich verfärbt. Dadurch haben wir aber gleichzeitig einen Leguminoseneintrag. Und dass wir Pflanzen nur angießen oder feucht pflanzen. Dann arbeiten wir mit den Präparaten, sodass die Pflanze aus ihrer eigenen Kraft ihre Wurzelmasse ausbildet. Und beregnet wird nur in äußersten Fällen, wenn wir in so eine absolute Trockenheitsphase kommen. Das ist sehr wichtig. Was noch? Wir arbeiten auch mit Vlies, teilweise, dass wir Kulturen verfrühen und die Ernte einfach in die Zeit kommt, wo Wärme ist und wo man gutes Saatgut erntet, was zum Beispiel bei Kräutern und Blumen sehr wichtig ist. Aber es wird bei uns nie feldmäßig beregnet. Das schließen wir ganz aus, sondern immer nur so viel, dass die Pflanze nicht stirbt. Ja? Weil wir wollen ja vitale Pflanzen. Und so kann man die Pflanze eigentlich in ihrer Biografie erziehen, dass sie aus eigenen Kräften sich das holt, was sie braucht. Also sozusagen das eine schiebt, das andere zieht. Bei der Ernte gibt es dann auch natürlich Maßnahmen für die Saatgutqualität, zum Beispiel jetzt bei allen Pflanzen im Gewächshaus, dass man zum Beispiel bei Tomaten, bei den ganzen samenfesten Sorten, nicht nur eine negative Massenauslese macht, wo man die besten Früchte oder Pflanzen beerntet, sondern dass man tatsächlich von der Pflanze, von einer Tomatenpflanze nur einen gewissen Teil erntet, weil die frühesten Pflanzen, die bringen dann Früchte hervor, die auch früh sind, aber die zum Beispiel nicht so einen langen Haupttrieb haben und nicht so lang in der Fruchtbildung stehen.
Oder die, wenn man Früchte erntet aus den obersten Lagen, bei Tomaten ist es dann auch so, dass diese Früchte sich anders verhalten, wie wenn man aus der goldenen Mitte Früchte beerntet. Darauf achten wir sehr. Oder bei den Paprika, dass man die letzten Paprika nicht mehr beerntet, weil die Saatgutqualität einfach nicht mehr so durchschlagend ist und man sich die Keimfähigkeit zusammenschlägt, wenn man alle Früchte beerntet. Was natürlich passieren kann, wenn jemand feldmäßig Paprika anbaut, dann wird alles geerntet, was rot oder gelb ist. Aber das heißt, nur die ersten Früchte haben wirklich eine Qualität an Saatgut und auch entsprechende Keimfähigkeit. Genauso mit den Blumen. Also wenn jemand Ringelblumen hat, macht er sein eigenes Saatgut von Ringelblumen, dann sollte er unbedingt nur die frühesten Blüten beernten. Niemals die letzten. Die haben eine schlechtere Keimfähigkeit und auch eine schlechtere Ausprägung. Bezüglich Schädlinge, Erdflöhe oder so, solche Sachen, wie geht es hier damit um? Ja, das haben wir. Also wir haben natürlich Erdflöhe und wir haben Rapspflanzkäfer. Das gab es vor 25 Jahren noch nicht. Ja. Und natürlich durch den geförderten Rapsanbau hat man diese Schädlinge. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir sehr viele Asiasalate, Brassica rapa, also Rapsgewächse, verwandt mit dem Chinakohl. Diese können wir nur in isolierten Freilandzelten kultivieren und zur Abreife bringen. Und dann kommt das dort gewonnene Saatgut, was natürlich ohne Rapsglanzkäfer ist, weil es isoliert war. Also lange Isoliertunnel am Feld, die über 2 Beete sind, also über 3 Meter, haben oft eine Länge bei uns von 100 bis 250 Meter. Und da kommen dann Hummeln hinein zur Befruchtung. Und was wir in so einem Tunnel ernten, ist ungefähr das, was wir brauchen, damit wir eine hektarweise Vermehrung machen in Holland oder inzwischen sind wir auch in Serbien. Weil das sind Gegenden, wo es keine Rapsglanzkäfer gibt. Wir können auch keine Radieschen machen. Wir machen von Radieschen nur die Elite, wo wir sehr früh im Gewächshaus Radieschen kultivieren oder Rettich, die herausnehmen, selektieren, wieder einpflanzen und isolieren und einen Insekten hineingeben. Und dann ernten wir müssen bei Radieschen ungefähr 5 Kilo ernten. Das ist aber sehr mühsam durch diese Isoliereinheiten. Aber so 4,5 Kilo brauchen wir, dass wir 1 Hektar Radieschenvermehrung zum Beispiel in Erfurt machen, weil die haben den Rapsglanzkäfer auch nicht, oder in Holland. Ja. Also wir weichen dann in Gegenden aus, wo es diesen Schädling nicht gibt. An für sich, prinzipiell wäre das hier auch möglich, aber es wird alles radikal gefressen. Wir haben schon sehr viele Versuche gemacht. Also spinatische Kultur, Kresse natürlich, es gibt ja sehr viele Kresse-Anbauer und Vermehrer, die direkt an die Kresse-Tassenproduzenten liefern. Die kaufen alle kein Saatgut bei uns, die machen das selber, weil das geht leicht. Aber sonst hat man halt Schwierigkeiten. Und es ist dann auch eine Kultur, also Kresse, wenn man das feldmäßig anbaute und man hat eine entsprechende kleinere Reinigungsmaschine, dann kriegt man das auch sehr schön gereinigt. Genauso wie, ich sage jetzt, Wicken gehen noch, Erbsen sind schon schwieriger, weil bei Erbsen hat man den Erbsenkäfer. Das passt auch nicht unbedingt mehr. Ja, es gibt einige Kulturen, die sind schwierig. Also unsere Erbsen, die wir haben, die kommen aus Gebieten, wo es keinen Erbsenkäfer gibt. Und außerdem müssen die sehr schnell aufbereitet werden. Bei uns werden alle Erbsen tiefgefroren, egal wie viele Tonnen, das sind alle Erbsen am Boden, werden tiefgefroren. Und da stehen wir auch schon an, weil das ist auch nicht so einfach, solche Mengen. Die müssen 3 Wochen tiefgefrieren, damit wir entsprechende Eier oder Lebewesen, die im Korn sind, dass die abgefroren werden. Sonst wird es begast, im Konventionellen wird es begast.
Wochen müssen die Rebflächen? Bitte? Drei Wochen. Naja, das ist, wenn es große Gebinde sind, bis das richtig durchgeführt. In kleinere Gebinde geht es eine Woche. Also es geht um das Durchfrieren? Ja klar, wenn Sie ein paar 25 Kilo Säck haben, dann muss das richtig durchfrieren, bis in den Kern. Ja. Weil das ist uns auch schon passiert, dass das dann nicht durchgefroren war und dann hat man diese Käferin gesehen und das ist eine kleine Katastrophe. Ja. Also Tomate war schon immer so, Tomate braucht nasse Füße, trockenes Haupt und es kann schon sein, wenn selbst eine Tomate, die man im Freiland kultiviert, wenn man nur ein Dach drüber macht und es ist windoffen, das ist das Wichtige, dass es windoffen ist, dass sozusagen die Tropfen, die Feuchtigkeit, die an den Blattspitzen ist, die verursacht bei gewissen Temperaturen die Braunfäule. Und wenn es aber windoffen ist und schnell abtrocknet, dann hat man es weniger. Aber es kann auch eine Sortenfrage sein, durchaus. Und es gibt Freilandtomaten, die lang durchhalten. Wir haben auch so Buschtomate, die eigentlich aus Slowenien kommt. Die, nachdem, wir haben mal alle Tomaten im Freiland angebaut und die hat drei Wochen länger ausgehalten. Hat absolut noch anständige Ertrag gegeben. Aber sobald wir jetzt an die Tomaten, ist ja eines der liebsten Gemüse, was gegessen wird, und die werden einfach alle im Gewächshaus kultiviert. Ja? Die werden immer im Freiland kultiviert. Es gibt nur ein paar wenige, die sind aber auch von vorgestern, die im Weinviertel als kleine Gemüseproduzenten noch Tomaten an Stangen machen im Freiland. Und da ist es vielleicht auch gut, dass man mit solchen Früchten dann auch in wärmeliebende Gegenden geht, wo sie dann auch im Freiland kultiviert werden, nicht nur im Gewächshaus. Während bei uns wird für die Tomatenproduktion, es wird nur im Gewächshaus gemacht. Ja. Vielleicht dann noch ein Zulassungsverfahren. Was kostet so ungefähr, dass man jetzt eine Sorte genehmigt kriegt? Ja, es gibt zwei Zulassungsverfahren, das sind EU-Zulassungsverfahren. Das eine ist die EU-Zulassung mit Registerprüfung, wo man die Sorte beschreibt, also in ihren Merkmalen. Das wird dann EU-weit abgerufen, ob es etwas Entsprechendes gibt oder nicht. Und dann muss man ein Muster einreichen von, je nachdem, 3000 Korn bis irgendwelche 250 Gramm, je nach Art, ja, ob das jetzt ein Paradeiser ist oder Paprika, Kohl oder Erbsen. Und es wird dann zwei Jahre in einem EU-Land geprüft. Das ist das eine Verfahren, das kostet so ungefähr 2000 Euro plus danach den jährlichen Eintrag. Irgendwas um die 30 Euro jährlich, ja. Da ist eine Sorte 10 Jahre eingetragen, man kann sie dann verlängern lassen. Dadurch ist man ein eingetragener Züchter. Ja? Und die Sorte darf gehandelt werden in unbegrenzter Menge. Dann gibt es ein zweites Eintragungsverfahren, das heißt Sorten für besondere Bedingungen. Da war eigentlich AGES, das Sortenamt in Österreich, war da eines der ersten, die das in der EU durchgesetzt haben. Das ging um sogenannte Amateursorten, also Sorten, so sehen Sie großen Firmen, ohne große wirtschaftliche Anfordernisse. Diese Sorten heißen Sorten für besondere Bedingungen und Österreich hat dieses Gesetz, sozusagen, das wurde national umgesetzt, so umgesetzt, dass es hier in Form der Packungsgröße formuliert ist. Also nicht nur ein kleines Backerl, so Hausgärtnerbackerl, nenne ich Amateursortenbackerl, sondern AGES hat es so durchgeführt, dass es eine Packungsgröße gibt, zum Beispiel 1000 Korn bei Paradeisern Tomaten oder 5 Gramm, je nachdem, ja, oder 25 Gramm bei Karotten oder 25 Gramm bei Mangold. Bei Buschborn weiß ich es nicht, vielleicht 250. Das heißt, aber ein Anbauer, wenn die Sorte gut ist, dann kann er nicht nur ein Backerl haben mit 1000 Korn, zum Beispiel Paradeiser-Saatgut, sondern er kann halt 10.000 Korn haben, kriegt halt dann 10 Backerl. Dadurch ist man als Produzent nicht ganz so beschränkt. Und das fand ich sehr gut,
weil dadurch, es war für uns auch gut, weil wir haben doch ziemlich viele Sorten, die wir als besondere Bedingungen angemeldet haben. Das ist so, dass man auch eine Beschreibung der Sorte, einen technischen Fragebogen abgibt, aber das Material liegt beim Züchter. Das muss nicht geprüft werden, das wird nur abgerufen. Und es wird dann, manchmal wird es in Schönbrunn angebaut vom Herrn Palme, der dann, weil er ja sehr große Sortenkenntnis hat, durch das frühere Sortenamt, durch das die Prüfung, und dann werden vergleichbare Sorten angebaut. Und sonst in den sonstigen EU-Ländern, Frankreich, Deutschland, ist das geregelt als kleine Packung von einer Hausgärtnersorte, also als Hobbygärtner oder Amateursorte. Was aber nicht heißt, dass die Qualität unbedingt schlechter ist wie eine professionelle Sorte. Die Amateursorte darf aber nicht in der EU gehandelt werden. Doch. Schon. Doch. Die stehen im EU-Sortenkatalog sozusagen als Nachrang. Mhm. Zuerst stehen die offiziellen, 2 Jahre geprüfte EU-Sorten, und dann steht Sorten für besondere Bedingungen. Oder Amateursorten. Die sind auch registriert. Das ist ein leichteres Zulassungsverfahren, aber mit einer beschränkten Vermarktung. Und es gibt viele Stimmen. Es gab viele Stimmen, auch in Österreich, dass es hieß, ja, warum brauchen wir überhaupt die Sortenprüfung, warum brauchen wir das überhaupt, dass es so viel Geld kostet, dass das geprüft wird. Aber ich muss sagen, wenn eine Sorte geprüft wird und sie hält Stand 2 Jahre in einem Vergleichsanbau und sie ist homogen und stabil, dann ist das eigentlich sozusagen eine gute Anerkennung für einen Züchtungsprozess. Und der Gärtner hat damit auch eine Sicherheit, dass er eine geprüfte Sorte hat und nicht irgendwas. Ja? Weil man hängt ja davon ab, wenn man was anbaut, dann will man ja was ernten. Also ich als Gärtner hätte es gern, wenn die Sorten geprüft sind. Und allgemein gesehen die 2000 Euro, ich meine, wenn man sonst einen Satz braucht, ganz egal in welcher Berufssparte, das gibt man auch aus. Also ein Traktor fährt auch nicht ohne Diesel. Ja? Sagt man alle, der Diesel ist Blödsinn. Ja? Also wenn ich eine Sorte züchte und die anmelde, dann ist das auch korrekt, dass ich eine entsprechende Gebühr für die Eintragung leiste. Ja? Weil ich kann ja damit auch sozusagen, wenn die Sorte wirklich gut ist, kann ich ja auch in der Vermarktung etwas erzielen. Wir haben einmal im Jahr, das letzte Wochenende im April, haben wir das Frühlingsfest, wo wir Jungpflanzen verkaufen, und da gibt es auch Betriebsführung. Das ist immer sehr spannend, weil man sehr viel Saatgutkulturen hat. Wie das nächstes Jahr ist, weiß ich noch nicht, weil wir noch keine Registrierkasse haben, und eigentlich will ich mir keine anschaffen, weil wir fallen unter das Saatgutverkehrsgesetz und wir müssen sowieso lückenlos alles nachweisen, jedes Korn, was wir woher beziehen und was wohin landet. Also für uns ist das nur eine Überkontrolle, das ganz zum Schluss. Ja? Und ich wundere mich, dass ich so wenig Bauern dagegen wehren. Weil das ist eine Einschränkung der Freiheit. Die Registrierkasse.